Und der Rex Pizol am 4. Februar ungefähr am Morgen um 11 Uhr. Am Vortag hat es geschneit, wunderschön verschneite Landschaften. Schon die Auffahrt ist wirklich ein Erlebnis. Ja, manchmal gut Skifahren, dermal wollte ich Schlitten gehen. Und voller Vorfreude bin ich hier am Laufen gefahren und habe die Landschaften genossen. Und dann bei der Mittelstation in Meierberg angekommen. Das ist für mich einmal die Endstation vom Schlitten. Ja, und dann ist es weitergegangen. Paschalva, Ufa, eben jetzt in die Pfurt, dort einen Schlitten mieten. Ich habe mich wirklich gefreut auf diese schöne Schlittelfahrt. Hier sieht man den Schlittelweg. Mir ist das bekannt, hier kreuzt die Skipiste den Schlittelweg. Ja, und ich bin x-mal hier schon oben geschlittelt. Und dann habe ich wie üblich so einen Schlitten gemietet und dann haben wir uns rang gemacht. Meine Frau, meine Tochter, ich mit dem Gimbal links in der Hand, rechts der Schlitten. Ja, wie es das so geht, Alter 66, die Schlitten, die gehen ja fast von mir selber in die Kurve. Das hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Ja, also geniessen wir doch einmal die Schlittelfahrt oder mal einen Teil davon. Wunderbar, die Schlittelfahrt nicht. Und auch ganz interessant, die Kurven. Die Schlitten gehen für mich wie von mir selber. Jetzt kann man links oder rechts. Ich habe links jetzt gerne den Gimbal in der Hand, also nur mit der rechten Hand auch ein links oder rechts machen. Natürlich muss ich immer schauen, dass man die Geschwindigkeit anpasst. Aber die Kurven, das ist doch einfach interessant. Ich bin nun wirklich kein Schlittelprofi, aber da bin ich x-mal abgegangen. Auch schon mit kleinen Kindern. Noch nie habe ich nur irgendwie einen Gefahrenmoment hier erlebt. Ich rede von dieser Strecke von der Furt runter in Meierberg. Hier so Kurven mit einer Schneemühren und Gottes Willen, was kann da schon passieren? Ja, okay, und wenn man es aber anders anschaut, dann kann eben anscheinend gleich einiges passieren. Oder man kann es mal hinterfragen. Passiert ist aus meiner Sicht nie irgendetwas. Aber dann habe ich den Kassensturz geschaut und habe ich gelesen, Tafel mit Schlittelregeln. Da muss ich jetzt sagen, das ist zwei Tage später, ist dann gestanden, Tafel mit Schlittelregeln, veraltet und unattraktiv, keine BFU-Regeln, Notfallnummer auf Regeltafel, nicht gut ersichtlich, keine Informationen zur Strecke, keine Infotafeln auf der Strecke. Drei Experten waren unterwegs. Also, ich habe das irgendwie einfach alles nicht mehr so ganz kapiert und habe dann gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da eigentlich passiert? Also, Schlittelweg, so ist es signalisiert. Dort, wo man die Schlitten mietet, da steht es, gut ersichtlich. Ich habe dann auch erfahren, dass anscheinend zwei von den Experten angehegen haben, keine Hinweistafel gesehen. Ja, also, besser kann man es auch nicht mehr machen. Denn Unfallstelle, absichern, erste Hilfe leisten. Die Alarmnummer steht da. Gut, der Unterteil Meierberg ist hier geschlossen und steht da dort Meierberg-Wanks nur für geübte Schlitten. Das ist etwas anderes. Diese Strecke kenne ich nicht. Weiter im Kassensturz starre Schlitten aus Holz, auf Anfrage auch aus Plastik. Zustand okay, keine Helmempfehlung, Personal über Piste gut informiert, gibt aber keine Tipps zum Verhalten ab. Das ich jetzt persönlich jedes Mal ganz anders erfahren. Aber vielleicht darum, weil ich anders gefragt habe. Da stehen auf jeden Fall ganz viele Verhaltensregeln. Vielleicht zum Nachlesen. Für Kleinkinder nicht geeignet steht oben dran. Und alles andere, ja, da könnt ihr ja selber lesen. Am besten gehen ihr vielleicht einfach mal ein Pizol. Die Tafel ist übrigens im Kassensturzbericht dann gleich drin gewesen, obwohl sie es anscheinend nicht gesehen haben. Ich weiss nicht, ich habe gehört, man hat ihnen ein Foto geschickt. Vielleicht haben sie es aber auch selber noch mal nachgefilmt. Oder meine Information war falsch gewesen. Tolle Aussicht, okay, das ist super. Wellen, Buckel und Eisflächen auf der Bahn. Also ich frage mich, wenn sie den Mittwoch, wo das Kassensturz-Team dort war, Eisflächen hatte, ja, vielleicht eben zu unterstunden. Präparation dennoch gut. Und das, was jetzt gelb ist, das betrifft wahrscheinlich den unteren Teil. Aber was genau damit gemeint ist, das weiss man nicht. Wo fehlt die Signalisation? Wo ist das genau gemeint? Das steht einfach so drin. Und da wird man natürlich eben nicht schlau daraus, ja, wo soll man jetzt aufpassen, was müsste man verändern und so weiter. Ja. Also ich bin dann mal runtergefahren, habe gedacht, gut, das ist die Kreuzung mit der Skipiste. Die ist schon mal signalisiert. Das ist auch von der Skipiste her sehr gut signalisiert. Es gibt ja noch eine zweite Kreuzung. Ich rede immer von Fort bis zum Meierberg, also bis zur Mittelstation. Das ist die da. Da gibt es ganz, ganz selten überhaupt Kreuzungen. Möglichkeiten, weil ganz wenig Skifahrer in dieser Art wie sie fahren. Aber da kein Problem, man muss natürlich einfach entsprechend fahren. Ja, und dann eben nochmal die Tafel. Also ich habe mich gefragt, wie kann man die Tafel nicht sehen, die ganzen Hinweise nicht lesen. Der Schlittweg ist speziell abgesichert. Das ist übrigens ein Bild aus dem Kassensturz raus. So hat man also verdeckt gefilmt. Das haben sie auch offen dargelegt. Sie haben verdeckt gefilmt. Es waren drei Experten mit einem Redakteur unterwegs gewesen. Und mich hat es einfach interessiert, was der Roger sagt,
wie ist es für ihn angekommen, mit dem Roger hier vor Ort nochmal geredet. Du Roger, an diesem Ort bist du gefilmt worden, vom Kassensturz. Ja, genau an diesem Ort haben sie mich gefilmt, leicht schräg. Eigentlich neben der Infotafel vor der Pinzolbahn haben sie mich für den Kassensturz am 16. Januar gefilmt. Dann sind sie zuerst bei dir vorbeigekommen? Genau, sie sind reingekommen. Einfach unangemeldet, ich wusste nicht, gewusst, wer es sind. Sie wollten eigentlich ganz normal einen Schlitten mieten, haben ein paar Fragen gestellt und mir dementsprechend Antwort gegeben. Und wir haben ihnen die Schlitten rausgegeben und sie sind gegangen. Und letzte Woche haben wir den Bericht bekommen, dass es ein Kassensturz war. Und dann Bewertungen von der Schlittelbahn, von der Mietstation, also von uns. Und alles zusammen, was man nachher auch im Kassensturz gesehen hat. Und das ist soweit ja alles okay. Aber so wie ich dich kenne, wenn man jetzt dich fragt wegen einem Helm, sagst du, ja, ein Helm ist okay, ist gut. Ja, also, das war auch eine Frage, dass man einen Helm mieten kann. Haben gesagt, ja, selbstverständlich. Sie haben dann nachträglich gefragt, ja, empfehlen Sie Helm? Haben wir auch gemacht. Wir haben gesagt, wir empfehlen Helm. Aber grundsätzlich sollte jeder selber in der Eigenverantwortung entscheiden, ob er einen Helm oder einen Rückenpanzer oder was auch immer tragen oder nicht. Und dann hast du Schlitten, gell? Und also entweder bist du so saublöd oder ein Haufen andere. Also mit diesen Schlitten bin ich schon mehrfach dort runtergerodelt. Ich bin zwar kein Rennrodler, aber die sind wirklich sehr, sehr leicht und einfach zum Lenken. Ja, wir haben früher angefangen mit den Kunststoffschlitten, wo wir immer noch etwas haben. Ja, klar. Und haben nachher gesagt, jetzt müssen wir etwas rechts zutun. Wir haben dann 5-6 verschiedene Schlitten ausgetestet, unter anderem auch Rennrodel. Wir haben dann aber, sind von selber weggekommen, weil sie viel tiefer liegen. Erstens einmal das, weil es braucht viel mehr Kraft. Genau. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, wir haben dann während dem Testen 2 Steißbeinprellungen gehabt, weil es halt einfach auf einer Schlittelpiste immer wieder Mulden und Wellen gibt. Und die sind nachher dort reingefahren und haben nachher Prellungen davor getragen. Und darum sind wir weggekommen von der Rennrodel. Und du hast jetzt so diese Schlitten, gell? Jawohl. Die kommen dann bei den Leuten sehr gut an. Das Einzige, was wir vielleicht dürfte ich kritisieren, das gebe ich ehrlich zu, das ist, dass wir auch Blachen haben. Aha. Und kein Netz. Jawohl. Das hat aber einen einfachen Grund, weil unsere Schlitten leider immer in der Kälte draußen sind. Gibt's bei den Gitternetzen gibt es dann einfach so Eisknüllen dran. Ja. Und die haben wir keinen Platz zum Abtauen. Aber vom System her, vor allem, sind sie sehr, sehr angenehm. Sie sind rückenschonend, sie laufen sehr gut. Und wir haben eigentlich durch die Band eigentlich ein sehr gutes Feedback von diesen Schlitten. Und wenn man jetzt mal die Strecke anschaut bis zur Mittelstation, das ist ja die am meisten benutzt wird. Also die ist wirklich hervorragend, völlig ungefährlich. Also, weißt, also ist es vielleicht mein individueller Eindruck. Sie haben hier so eine Schlittelpiste zeigen, da möchten Sie nicht sagen, war wie wo mit einer Bretterwand. Also das finden Sie viel gefährlicher persönlich, oder? Ja, also ich bin der Meinung auch, dass der obere Teil sehr angenehm ist, ungefährlich. Man hat auch mit der Berichterstattung gesehen, es ist eigentlich immer um einen unteren Teil gegangen. Der untere Teil ist halt wirklich nur fahrbar, wenn wir Schnee bis ins Tal runter haben. Und der allerunterste Teil über das Feld, der ist halt manchmal kritisch. Deswegen ist ja auch der Schlittelweg eigentlich schon seit drei Wochen im unteren Teil zu. Obwohl der obere Teil bis zur Schneeräumung her eigentlich sehr gut wäre zum Befahren. Der obere Teil mit den Schneemaden, mit der Präparation und allem, bin ich auch der Meinung, dass es wirklich absolut kein Problem ist. Und wir haben, wie man sieht, da haben wir 6-, 7-, 8-jährige Buben mit Pop, die da durch abgehen und die haben absolut kein Problem. Es passiert wirklich sehr wenig auf dieser Piste. Ich bin der Meinung, die Schlittelbahn oben durch ist nicht extrem gefährlich oder anforderungsreich. Dann meine ich, bin auch die allerletzte Frage. Also zuerst haben Sie auch die Hinweistafeln gefunden, dass ich auch ein bisschen den Eindruck habe, weil es steht wirklich sehr genau drauf, auf was man soll schauen, es steht auch Notfallnummern drauf. Also, ja, ich kapiere den Setpunkt überhaupt nicht, den man so anlesen kann. Ja, es ist schon, ich denke, grundsätzlich ist es so, dass man müsste sagen, wenn man sich orientieren will, man kann Bahnpersonal fragen, man kann uns fragen, wir helfen, wir geben einen Tipp über die Zeit, die man braucht, um hier runterzufahren. Wie hockt man richtig auf dem Schlitten, was muss man machen, was muss man berücksichtigen, das geben wir allen. Aber gerade wenn wir jedem alles erklären müssen, die müssen wir fast einen herstellen, der diesen Leuten sagt, wie sie auf dem Schlitten sitzen haben. Und damit wir daheim mal selber Bilder davon machen können. Wir machen mal so eine Schlittelfahrt ein als Kameramann. Gell? Also 66. Links habe ich die Gimbal-Kamera. Rechts kann ich den Schlitten knapp heben zum Steuern. Und ihr seht, es geht wirklich völlig ungefährlich.
Und zwar war das am Montag. Das war also mehr oder weniger zu der Zeit, in der das Kamerateam auch da war. Die waren, glaube ich, etwa 2-3 Tage vorher da, oder? Das ist so, jawohl. Die waren am Mittwoch da und du warst am Montag dann darauf aber da und hast die Schlittelfahrt dort gemacht, wo du den Schlittelweg aufgenommen hast. Genau. Diese Bilder sind also etwa 5 Tage, nachdem das Kassensturzteam dort oben war, entstanden. Am Montag danach. Am Dienstag habe ich dann eben den Kassensturzbericht gesehen und ja, da eben mit sehr gemischten Gefühlen. Klar gibt es Schlittelunfälle. Das ist natürlich schlimm. Klar ist die Sicherheit wichtig und klar können so Berichte auch ganz eine gute Wirkung haben. Als Journalist hätte ich mir aber viel mehr Genauigkeit erwartet, auch mehr Objektivität. Auch zum wirklichen Zielen mehr Fairness gegenüber den Betreibern. Wenn es um Sicherheit geht, dann sollte der Kampf um Einschaltquoten doch in den Hintergrund gedrängt werden. Sonst wird aus meiner Sicht, eben als Journalist auch mit dem Recht von der Pressefreiheit ausgestattet, so ein Bericht über die Sicherheit der Schlittelwege zu einer journalistischen Schlittelfahrt, wie wir sie ja eben alle nicht wollen. Aber macht euch selber ein Bild davon. Geht einmal ein Pizol. Mich würde es interessieren, ob ihr das nicht genau so seht wie ich. In jedem Fall lohne ich mir die Freude am Schlitteln nicht vermiesen. Und ich bin begeistert vom Service, den der Pizol und gerade auch die Schlittenvermietung anbietet.